Über da. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Mein 38. Versuch, hier dieses Video aufzunehmen, weil ich mich immer irgendwo vom Hundertstel ins Tausendstel quatsche. Das kommt davon, wenn man in letzter Zeit nicht so viele Videos aufnimmt, dann hat man immer so viel zu sagen, wenn mal die Kamera läuft. Da ich aber sonst zu viel Zeit verliere und es hier irgendwann dunkel wird, muss ich jetzt den Take nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen viel zu sehr um den heißen Brei herumlaber, dann ist das so, dann lasse ich es drin. Wenn ihr es gerade eilig habt, guckt euch das doch gerne später mal an oder lasst es sein. Auch da bin ich euch nicht persönlich allzu böse. Also so ein bisschen schon natürlich, aber nicht allzu sehr. Also wenn ihr damit leben könnt, was schwierig ist, weil mein Zorn ist gar schrecklich und grauenvoll. Ein wenig, ne? Seltener. Aber egal. Ja, da geht schon los. Heißer Brei drumherum. Ja, der heiße Brei, den füllen wir nachher in diese Schüssel und dann laufe ich hier. Nein, egal. Es geht um gefriergetrocknete Outdoor-Mahlzeiten, die ich mir mal wieder genauer angucken wollte nach ein paar Jahren. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal sehr ausführlich alles analysiert gehabt und dachte, es ist mal wieder so weit, dass man sich nochmal damit auseinandersetzen muss. Und zwar als Beispiel aus der teuren Ecke, sage ich mal, aus der fix und fertig einkaufen und keine Sorgen mehr haben, entsprechend viel Geld dafür ausgeben, Ecke, haben wir den Kandidaten Tactical Food Pack. Tactical. Peng, 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 bumm. Ja, das gehört bei Tactical ja dazu. So, ich kann nicht anders, als mich über den Namen lustig zu machen. Ja, ich habe mich da schon so oft beömmelt, wenn dann irgendjemand mit dem Tactical Food Pack um die Ecke kommt und sich dann als Endzeit-Elite-Krieger fühlt, weil er ein Tactical Food Pack gekauft hat. Dazu kurz der Hinweis. Erfunden hat die gefriergetrocknete Outdoor-Nahrung nicht das Militär. Das Produkt ist gut, aber das Marketing ist halt Marketing, wie jede Werbung. Ja, da stehen keine Elite-Krieger in der Küche und packen das hier zusammen. Sondern, und das hat auch garantiert kein Elite-Krieger entwickelt. Es hatte höchstens allenfalls irgendein Militärangehöriger die Idee, ey, wenn du auf irgendwas Tactical draufschreibst, dann verkauft sich das hinterher 10-mal so gut, weil jede Menge Freizeitkrieger alles kaufen, auf dem Tactical draufsteht oder das zumindest so aussieht. Daher auch die schwarze Verpackung, das ist nämlich Tactical. Tactical Rare als silbern, wenn man die das Alu, aus der Beutel besteht, sehen würde. Ja, das könnte ja reflektieren, wäre dann nicht Tactical. Ja, daher auch die Rückseite hier im taktischen Grün gehalten. Also, ja, ich muss mich darüber lustig machen. Ich kann nicht anders. Das Produkt ist in Ordnung. Ja, abgesehen davon, dass es auch teuer ist, aber das sind die Produkte der Konkurrenz auch. Und da hockt eine Fliege auf der Linse und deswegen war da gerade was verschwommen. Aber ich muss mich drüber lustig machen. Ja, also dieses Ganze von Elite-Militärmenschen benutzt und mit denen hat man sich beraten, um das perfekte Elite-Militäressen herzustellen. Nee. Sämtliche Armeen der Welt hinken dem zivilen Sektor, was gefriergetrocknete Outdoor-Mahlzeiten angeht, 20 Jahre hinterher. Und wenn man jemanden hätte fragen wollen, der Erfahrung mit so einem Zeug hat, dann ist es ganz bestimmt nicht ein Militärangehöriger, der bis vor wenigen Jahren noch aus der Dose gefressen hat und Pappkartons mit ins Feld schleifen musste, zum Beispiel Bundeswehr-EPA. Oder alternativ, und das ist viel billiger, es ist nicht so, dass jedes Mal bei jeder Pupsübung die Soldaten sofort sowas hier, was 10 Euro den Beutel kostet, in die Hand gedrückt bekommen. So reich ist keine Armee, vergesst es, keine Armee der Welt ist so reich, dass Soldaten ständig das Zeug hier fressen würden. Garantiert nicht. Man stellt irgendwo die Gulaschkanone auf und es gibt Erbsen mit Würstchen. Buff. Kost pro Soldat 1,50, heutzutage mit Inflation von mir aus 2 Euro, aber nicht 10. Ja, also, nee, also wer das glaubt, der war erstens nie in irgendeiner Armee und muss sowas behaupten, um reich zu werden. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten. Also da muss ich wirklich ganz, ganz böse darauf hinweisen. Nochmal, das Produkt ist okay. An dieser Stelle die taktische Selbstzensur des taktischen Foodpacks, Packs essenden taktischen Bands, so in etwa. Ne? Also folgendes, selbstverständlich kann es durchaus sein und das wird auch stimmen und es wäre jetzt böse, was anderes anzunehmen, dass das, was im Prinzip auf der Webseite vom Tactical Food Pack, auf der deutschen Webseite zumindest steht, durchaus stimmt. Heißt, die haben da Militärmenschen gefragt, ob die ein leichteres Essen haben wollen als die Dosen, die sie sonst immer durch die Landschaft geschleift haben. Dann haben die ja gesagt, dann haben sie so als vermutlich irgendwelche Lebensmitteltechnologen das so zusammengepackt, wie es halt zusammengepackt ist, haben das irgendwelchen Soldaten wahrscheinlich gegeben, die haben das
gegessen. Die fanden das besser als die Dosen, die sie vorher durch die Landschaft geschleift haben. Und ja, und wie viel mehr Zusammenarbeit da jetzt stattgefunden hat, wissen wir nicht. Aber ja, ne? Also das, wenn das jetzt die Entwicklung von Elitesoldaten ist, dann kann man das natürlich oder unter die Entwicklung mit Hilfe von Elitesoldaten oder in Zusammenarbeit mit Elitesoldaten und so weiter und so fort, dann kann man das selbstverständlich schon so nennen. Ja? Ist das Marketing? Selbstverständlich. Aber es ist schon, ne, es hat wahrscheinlich schon in irgendeiner Form so stattgefunden. Ja, nur, wie gesagt, für mich ist es kein Kriterium, dass ein Elitesoldat, dessen Qualifikation darin besteht, Soldat zu sein, sagt, dass dem das geschmeckt hat. Das ist schön, aber wenn es dem Hans Ulrich aus Pfuhlendorf auch geschmeckt hätte, dann wäre es für mich auch interessant, dass der Hans Ulrich aus Pfuhlendorf das mochte. Also der Geschmackssinn eines Elitesoldaten, der unterscheidet sich jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt, eher umgekehrt, eher, dass der alles frisst und es ihm völlig egal ist, als wie vom Geschmackssinn von, keine Ahnung, dem Hans Ulrich halt. Ne? Also das deswegen der kleine Aufreger da eben, jetzt, dass das einfach nochmal ein bisschen geklärt ist und jetzt nochmal ganz in Ruhe. Und ja, ich finde das Marketing mit diesem Tactical-Begriff einfach lächerlich und das geht mir bei jedem Produkt, bei dem Tactical tatsächlich im Namen drin steht, so auch ein Tactical-Wasserfilter, der sich vom Nicht-Tactical-Wasserfilter darin unterscheidet, dass er schwarz angemalt ist, halte ich einfach nur für völlig lächerlich, insbesondere wenn er hinterher mehr Geld kostet. Also, so viel dazu, also nur zur Einordnung. Das Unternehmen, das ist alles in Ordnung und so weiter und ich wünsche denen nichts Böses und alles Gute. Wirklich, da ist keinerlei Frust oder böses Blut oder sonst irgendwas hier eingeflossen, nur einfach generell dieser Wahn, auf alles Tactical draufzuschreiben, der mich nervt. Aber Kochausbildung gehört nicht zur Elite aus, Kampfausbildung und so weiter und so fort dazu, ganz bestimmt nicht. Gut, wem das jetzt zu teuer ist, 10 Euro die Tüte, regulär, wenn man einzelne Tüten kauft, kauft man viele auf einmal, kann man den Preis auf, sagen wir mal, knapp 8 Euro drücken für so eine Durchschnittstüte für ein Abendessen, das auch ein bisschen Fleisch enthält. Frühstück ist grundsätzlich 1 Euro billiger, beziehungsweise wird noch billiger, wenn man davon ganz viele kauft. Wer Frühstück aus so einer Tüte braucht, das halte ich nun wirklich für bekloppt. Als Abendessen kann man da mal drüber nachdenken, ne? Wenn es einem finanziell nicht wehtut, sowieso, klar, ne? Wer Geld wie Heu hat, kann auch Tactical Foodback fressen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Bitte. Ja? Aber für alle anderen Normalsterblichen, die nicht auf ihrem Urlaub pro Tütenfressen 10 Euro ausgeben wollen, empfiehlt sich ja zum Beispiel diese Variante. Ich gehe das alles gleich noch durch, aber jetzt einfach mal kurz sämtliche Varianten zeigen. Das hier wäre eine Billigversion einer 5-Minuten-Terrine. 5-Minuten-Terrine kennt man bestimmt, das ist so ein Topf, der ursprünglich von Maggi angeboten wurde. Den reißt du den Deckel auf, so ein Aludeckel ist da drauf, dann kippst du da heißes Wasser rein, dann machst du den Deckel vielleicht so locker wieder drauf oder lässt das Ding einfach offen stehen, ist egal, solange es nicht allzu kalt ist. Dann quillt das, wird weich und das kannst du dann essen, schmeckt je nach Gaumen okay bis beschissen. Also ich bin der mit dem Okay-Gaumen, ja, also ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, aber ich habe auch keine großen kulinarischen Ansprüche. Wobei wir neulich mal Sushi essen waren, oh, das ist ein Gedicht, ich wusste gar nicht, dass Sushi so lecker ist. Ne? Ich dachte mir immer, roher Fisch, heikel, aber war wirklich köstlich. Egal, gutes Sushi wohlgemerkt, ne? Nicht das Zeug von Aldi oder vergleichbare Produkte. Ja, also das wäre die Möglichkeit Nummer 1, wie gesagt, einfach so ein Becher. Nicht den Becher selber mitnehmen, beziehungsweise auf eine kurze Tour kann man das auch machen, selbstverständlich, haben die meisten von uns bestimmt auch schon mal ausprobiert. Aber Becher in Tüte umfüllen spart halt einen Haufen Volumen, weil Tüte ist so klein verpackbar und der Becher bleibt halt immer so ein Becher. Ist einfach eine Volumensfrage, der Becher an sich hat auch ein höheres Eigengewicht als eine Tüte. Man kann auch deutlich leichtere Tüten nehmen als die, das war einfach die Tüte, die ich gerade griffbereit hatte. Und jetzt nimmt man das so mit und wenn man Hunger kriegt, hat man irgendwo ein Gefäß und da kippt man jetzt die Tüte rein und dann kippt man heißes Wasser, imaginäres heißes Wasser einfüllen, wupp, dazu und lässt das quellen und fertig ist halt ein kleines Essen. Jetzt wird man von einem so einem Becher im Regelfall nicht satt, dann nimmst du einfach den Inhalt von 2 Bechern, kippst zusammen in eine Tüte und fertig. Alternativ, wenn man irgendwie den Aufwand scheut, sich ein Geschirr mitnehmen zu müssen, ein ES-Geschirr, dann kann man sich auch
solche Tüten hier besorgen, zum Beispiel in taktischen Schwarz, die einen Standboden haben. Das ist recht hilfreich, weil dann kann man die nämlich auch so hinstellen, dann kippen sie nicht um, während der Inhalt ziehen soll, und schmeißt sich da in die Tüte, da ist genau das gleiche drin wie hier, auch wieder so ein zum Beispiel eine 5-Minuten-Terrine rein oder diese Asia-Ramen-Nudeln, die im Prinzip aus Ramen-Nudeln und einem winzigen Gewürzbeutel mit irgendwelchen 100% natürlichen Gewürzen bestehen. Kann sich auch sowas da reinschmeißen und heiß Wasser dazu, und dann quillt das und fertig ist deine Nudelsuppe, und dann schmeißt noch den Gewürzbeutel hinterher, vorher aufreißen, ist hilfreich. Und ja, dann, es gibt auch eine Mahlzeit. Ist das lecker? Nein. Ist das gesund? Nein. Ist das ausreichend, wenn man draußen in der Natur ist, nicht um gut zu essen, sondern um die Natur zu erleben und um weit wandern zu können und daher eine Verpflegung braucht, die Gewicht im Rucksack spart, und du kannst nicht für eine 14-Tage-Tour für jeden Tag 18 Kartoffeln mitschleifen. Das bricht dir der Rücken durch, das kannst du vergessen. Ja, und für solche Leute, die effizient wandern wollen, die unterwegs logischerweise Hunger haben, aber die nicht aus kulinarischen Genussgründen in die Natur gehen, sondern zum Erleben derselben und weit in die Wildnis möchten, zum Beispiel in Skandinavien, auf Grönland, wie wir das gemacht haben, ist auch schon wieder ein Weilchen her, aber war toll, war wirklich, kann ich nur von schwärmen. Und da hat man auch für 14 Tage Proviant dabei gehabt, und das geht halt wirklich nur mit solchen gefriergetrockneten Dingen. Jetzt muss man nicht 5-Minuten-Terrine oder die Billigversion davon kaufen und auch nicht Rahmennudeln. Man kann sich sowas auch selber zusammenstellen. Das haben wir früher auch mal gemacht. Da gibt es ein altes Video zu. Ich würde auch mal noch ein neues Video dazu machen, weil ich in der Hinsicht noch ein bisschen was dazugelernt habe. Das bedarf also einer Aktualisierung. Schreibt mir aber bitte nicht in die Kommentare, der Saki hat da auch mal ein ganz tolles Video zu gemacht. Nix gegen den Saki, überhaupt nichts. Er genießt hoffentlich seinen Ruhestand, indem er sich erneuert, also YouTube-Ruhestand, ne? Nicht Gesamtruhestand, gehe ich jedenfalls nicht von aus, indem er sich gerade befindet. Und wirklich gar nichts gegen den Saki, aber mein Video ist älter als das entsprechende Saki-Video dazu. Das heißt, wenn das jemand von wem abgeguckt hat, dann nicht ich vom Saki, sondern andersrum. Wenn, überhaupt. Ich glaube nicht, dass er das abgeguckt hat. Gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das hat sich jetzt auch selber drauf gekommen. Aber ich habe da nichts geklaut. Das war schon meine eigene Idee. Es gab noch keine vergleichbaren Videos, als ich mit meinem um die Ecke gekommen bin. Guckt einfach mal aufs Datum. Wenn ihr was Früheres findet als meins, das gut gemacht ist, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber meines Wissens ist das nicht der Fall. Im deutschsprachigen Raum wohlgemerkt. Was die Amis machen, weiß ich nicht. Das ist zu und die Engländer kann ich nicht ganz überblicken. Gut, ja, und dann gäbe es noch, also wie gesagt, selbstgemacht irgendwann andermal. Jetzt geht es nur um kaufbare Produkte. Und dann gäbe es noch solche Sachen hier. Haben wir jetzt einfach mal exemplarisch hier so ein Maggi-Wirtshaus-Gedöns genommen. Es gibt auch noch Knorr-Spaghetteria, irgendeine Knorr-Wirtshaus-Variante und Billigprodukte von Aldi, Lidl etc. pp. Ja, ist im Grunde alles ziemlich egal, beziehungsweise kommt auf die Sorte an, auf die Geschmacksrichtung, ob das für Outdoor-Zwecke besonders gut geeignet ist oder nicht. Ich sag's gleich, der große Knackpunkt und Unterschied von solchen Gerichten zu wahlweise sowas oder sowas besteht darin, dass die hier im Moment kochen müssen. Ja, und da ist natürlich ein Vorteil bei den Dingen, die man nur mit heißem Wasser aufgießen muss, dass die halt nicht kochen müssen. Bedeutet, man spart Gas. Ja, einmal kurz Kocher anwerfen, heißes Wasser machen, heißes Wasser in Tüte oder Topf. Gas wieder aus, fertig. Ja, beziehungsweise erst Gas aus, dann rüberkippen, egal. Ihr wisst, was ich meine. Also das spart schon eine Menge Brennstoff, wenn man erst mit dem Topf hier eine Weile vor sich hin... Warum hält das nicht? Seltsam. Eine Weile vor sich hin köcheln muss, dann braucht man natürlich erheblich mehr Brennstoff. Und damit sind diese Gerichte automatisch durch den Brennstoffverbrauch ein Hauch schwerer, auch sonst sind sie ein Hauch schwerer, aber das kommt gleich, wie zum Beispiel eben das da. Ja? Es sei denn, man kocht die gesamte Tour über auf dem Feuer, dann spielt natürlich Brennstoffverbrauch keine Rolle und dann gibt es einen Grund weniger, das hier mitzunehmen und einen Grund mehr, eher sowas mitzunehmen, ja? wenn die Kochzeit jetzt nicht egal, aber nicht so wichtig zumindest ist. So, also das sind so die groben Eckpunkte und Rahmenpunkte, über die ich mich mal ein bisschen mit euch unterhalten möchte. Und was wir jetzt erstmal machen, bevor ich jetzt das große Tasting anfange, weil langsam kriege ich Hunger, wird auch Zeit, wäre nochmal ein bisschen Inhaltsstoffe abgleichen und vergleichen. Und dazu fangen wir mal erstmal spaßeshalber an bei dem Zeug hier. Ne? Und dafür muss ich kurz nach was nachlesen.
Also, ja, Faktor Nummer 1, der hier eine Rolle spielt, das ist eine günstige 5-Minuten-Terrine. Ne? Wie gesagt, das Zeug vom Netto, ich habe vergessen, wie die heißen, ist auch egal. Tun wir mal so, als wäre es die normale Maggi 5-Minuten-Terrine, weil zu der sind sämtliche technischen Daten im Internet einsehbar. Ich habe die Packung nämlich hier schon weggeschmissen und deswegen tun wir jetzt einfach mal so, als wäre es von Maggi. Ne? Das macht keinen großen Unterschied. Minimalste Unterschiede bloß. Aber wenn es von Maggi wäre, die kosten derzeit, zumindest wenn man sie im Internet bestellt, 1,30 pro Becher. Jetzt wollen wir aber nicht einen Becher, sondern zwei, weil einer ist wirklich zu klein für, da ist immer so eine Mücke, die auf der Kameralinse landet, für eine Outdoor-Mahlzeit. Da wird ja vielleicht ein Kind oder eine sehr, sehr schmächtige Frau, die nicht viel Nahrungsbedarf hat, wird da vielleicht satt von. Aber normaler Erwachsener, auch eine normale erwachsene Frau eigentlich nicht. Also man braucht da also schon zwei. So, wenn es zwei wären, dann sind wir also preistechnisch bei 2,60 Euro für einen Doppelpack, was du nur mit heißem Wasser aufgießen musst und was ich in der Zubereitung damit, insbesondere wenn man es in so einen Beutel reingefüllt hat, von dem hier nicht unterscheidet. Nicht. Ja? Das ist völlig Wurst. Das Zeug hier hat eine Ziehzeit von ca. 5, 6, 7 Minuten, je nachdem wie sehr kommt auf die Außentemperatur an, kommt auf die Wassertemperatur an, offiziell 5 Minuten, schafft man draußen eigentlich selten, es sei denn, es ist gerade Hochsommer. Das hier hat eine Ziehzeit laut Gebrauchsanweisung von 8 Minuten, das würde ich auch sagen, ist ein bisschen länger, wenn es sehr, sehr kalt ist draußen und ist ein bisschen kürzer, wenn es sehr, sehr warm ist draußen und hängt auch wieder von der Wassertemperatur ab. Hier steht zum Beispiel drauf, du sollst 70 bis 100 Grad heißes Wasser einfüllen. Ich denke 100, da zieht es ein bisschen schneller, 70, da wird es ein bisschen langsamer ziehen. Und ne, also ungefähr in dem Bereich bewegen wir uns, das ist also ziemlich vergleichbar. Tendenziell ist das hier sogar ein Hauch schneller. Ja, zumindest von der Angabe des Herstellers. In der Praxis kann ich das nicht bestätigen, dauert beides ungefähr gleich lang. Gut, ja. Preislich, wie gesagt, hier 2,40 Euro für eine doppelte Portion. Die hätte dann 120 Gramm ungefähr. Das sind 61 Gramm Portionchen, diese 5-Minuten-Terrinen, meine ich. Oder auch nur 60 Gramm, irgendwie sowas. Hier sind 115 Gramm drin. Ja. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir damit beides besser vergleichen können, hier auch 115 Gramm hätten und hier 115 Gramm. 115 Gramm wären aber trotzdem immer noch zwei Personen, sind wir also immer noch, Portionen sind wir also immer noch bei 2,30 Euro und bei 10 Euro hier. Das heißt, das da kostet fast das Fünffache von dem da. So, vergleichen wir doch mal die Inhaltsstoffe. Ich habe das extra ausgerechnet. Hätten wir hier 115 Gramm drin, dann wären das 464 Kilokalorien für die gesamte Mahlzeit. Das ist nicht schlecht. Das wäre besser, hätten wir nicht die Sorte Bolognese-Nudeln genommen, sondern Käsenudeln. Weil die sind aufgrund der Tatsache, dass da Käse drin ist, mit einem höheren Fettanteil ausgestattet. Selbst der Eiweißanteil ist ein bisschen höher, weil das Minimum an Fleisch, was hier drin ist, sorgt nicht gerade für einen explodierenden Eiweißanteil. Da ist Tactical Food Pack dann doch in jedem Fall überlegen für den hohen Preis. Packen sie nämlich einen vernünftigen, ja, kann man sich streiten, ob das ein vernünftiger Anteil ist, aber einen höheren Anteil Fleisch rein. Nämlich, also konkret hat hier die Packung nämlich eben auch erheblich mehr Kalorien, nämlich 542, also ziemlich genau 78 Kalorien mehr, ja, 78 Kalorien mehr als diese Variante. 78 Kalorien, davon wirst du nicht besonders dick, aber es hilft halt doch und es ist schon so ein kleiner Faktor, wo man dann sagen kann, da geht ein Bonuspunkt hier hin. Ja? So, außerdem ist die Zusammensetzung vielleicht noch ein bisschen interessanter. Wir haben nämlich hier 4,4% Fleisch und hier drin, Rindfleisch übrigens, 13% Rindfleisch. Ne? Also circa ein bisschen mehr als das Doppelte, fast dreimal so viel Fleisch wie hier drin. Das ist natürlich nett. Wir haben hier ein Fettgehalt von 13,6 Gramm und hier drin ein Fettgehalt von 23,5 Gramm.
Und das erklärt übrigens auch das den Kalorienunterschied. Ne? Also hier ist einfach der Fettanteil etwas höher und damit sind da auch mehr Kalorien beim gleichen Gewicht verbaut. Grundsätzlich gilt, wenn du dir ein Lebensmittel zusammenpackst aus verschiedenen Trockenzutaten, zusammenmixt, dann je mehr Fett drin ist, desto mehr Kalorien hat es am Ende. Natürlich sollte ein vollwertiges Nahrungsmittel, halbwegs vollwertig zumindest, nicht komplett nur aus Fett bestehen. Das kann man machen. Das ist aber auf die Dauer ziemlich widerlich und auch ziemlich ungesund, wenn man sich nur und ausschließlich von Fett ernährt. Da sollte also mindestens noch ein bisschen Eiweiß dabei sein. Diäten ohne komplett oder fast komplett ohne Kohlenhydrate gibt es zwar. Ja, wer das machen möchte, darf das auch tun. Das soll angeblich auch gar nicht so ungesund sein, aber dafür bin ich nicht Experte genug. Für mich ist immer wichtig, dass alle drei Komponenten, also Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß, in einer einigermaßen für mich passenden Kombination da drin sind. Ne? Und da ist also der Fettanteil hier ein bisschen höher, was den Kalorienanteil erklärt. In der Billigversion haben wir 16,6 Gramm Eiweiß auf den ganzen Beutel. Das ist nicht besonders toll, das ist aber auch gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ne? Also da wäre man mit rein Nudeln mit Tomatensoße oder was deutlich bei niedrigeren Eiweißanteilen. Dafür ist der Eiweißanteil hier ein bisschen höher. Das liegt schlicht und ergreifend am höheren Fleischgehalt vermutlich. Ich kann ansonsten nicht ausmachen, welche Zutat sonst dafür verantwortlich sein könnte, dass da ein höherer Eiweißanteil herrscht. Und der liegt bei, 19,5 Gramm Eiweiß für den gesamten Beutel. Das ist schon nett. Ja, das ist nett. Das haut eigentlich aus den Socken und irgendwelche Eiweiß-Protein-Shakes von bekannten Fitness-YouTubern, die einen besonders beeindruckenden Bizeps haben und zurzeit gerade in Kanada hoffentlich noch hocken in der Wildnis, die haben natürlich deutlich mehr Eiweiß. Ja? Aber für so eine Mahlzeit ist das schon völlig in Ordnung. Da kann man also nicht mehr, wirklich nicht. Ja, also von den Inhaltsstoffen und von allem, was hier so drin ist, sind die Dinger schon in Ordnung. Auch der Preis ist wirklich nicht allzu übertrieben, wenn man sich da Konkurrenzprodukte anguckt. Aber es steht Tactical drauf. Nochmal. Und das sind so die wesentlichen Eckpunkte. Wegen weniger Fett hat das hier weniger Kalorien. Wegen weniger Eiweiß ist es vielleicht ein bisschen weniger energiehaltig, je nachdem, ob man von der Physiologie her aus Eiweiß besonders viel Energie ziehen kann. Bei mir ist das so. Wenn ich Sachen, bei vielen anderen Menschen auch, wenn ich Sachen mit Eiweiß, hohem Eiweißanteil esse, bin ich schneller satt, als wenn ich Sachen esse, die einen geringen Eiweißanteil, mehr Zucker zum Beispiel, enthalten. Ich bleibe auch gefühlt etwas länger satt, wenn ich Eiweiß gefuttert habe und ich habe das Gefühl, dass mir das mehr Energie verleiht. Ob das stimmt, rein auf dem Papier kann das manchmal richtig sein, muss nicht zwingend, vielleicht ist es auch nur ein Placebo-Effekt. Da müsste man jetzt ganz, ganz fiese Sensorik und Expertentum und so weiter und so fort besitzen, um das wirklich jetzt die gefühlte Wahrnehmung von der Realität auseinander messen zu können. Ja, nicht fühlen, sondern messen. Wichtig. Wir sind immerhin auch ein Wissenschaftskanal hier. Ja, also wir fühlen, manchmal fühlen wir auch, aber im Wesentlichen versuchen wir zu messen, wenn wir können. Wenn nicht, machen wir mit dem Peilen wie über den forstlichen Daumen. Ungefähr so. Das ist der forstliche Daumen. Den Witz habe ich nicht erfunden, den gibt es wirklich. So, ja, ne? Also so viel dazu, das mal verglichen. Was ist denn hiermit? Vergleichen wir mal das mit dem da. Da muss man wissen, hier sind 170 Gramm drin. Das heißt, der Beutel ist erstmal deutlich schwerer als der da. Wenn man die so hochhebt, merkt man es fast nicht. Das liegt daran, dass die Verpackung hier nochmal deutlich schwerer ist als die da. Okay, das gibt höchstens einen Unterschied von 7 oder 8 Gramm. Aber es spielt eine Rolle. Und wenn man hinterher den Müll mitschleppen möchte, sind diese wasserdichten Aufgießbeutel natürlich deutlich schwerer als solche Tüten. Die sind auch viel, viel, viel kleiner, kompakter verpackbar. Und man macht sie nicht dreckig, weil man muss die Mahlzeit ja wieder in einen Topf überführen, sodass die Tüte sauber bleibt und man nicht in jeder Tüte, die man mitnimmt, was hier der Fall ist, einen winzig kleinen Rest Schmodder vom Essen auch mit durch die Gegend schleift. Ne? Man kann die natürlich auch ausspülen, aber habe ich jetzt selten angefangen, die Dinger dann noch extra auszuspülen, um ein Gramm nochmal einzusparen pro Tüte. Oder zwei oder drei. Ja,
Also, was ist denn hier drin? Also das sind wie gesagt 170 Gramm und die haben dann pro zubereiteter Portion 327 Kilokalorien. Allerdings gibt ein Beutel zwei Portionen, bedeutet der Gesamtinhalt dieser Tüte entspricht zwei Portionen. Das heißt, alles was hier bei einer Portion draufsteht, zubereitet wohlgemerkt, müssen wir schlicht und ergreifend verdoppeln. Und wenn wir das tun, dann kommen wir hier auf 654 Kalorien. Allerdings eben für 170 Gramm. Jetzt müsste man das runterrechnen auf 115 Gramm. Ich gehe schwer davon aus, dass man dann auf einen geringfügig, ich mache euch das da unten, schreibe es euch da unten hin, auf einen geringfügig niedrigeren Kalorienwert kommt, wie wieder hier drin ist, weil hier halt der Fettanteil, sag jetzt mal, künstlich erhöht wurde. Ja, die wollen ja viele Kalorien in so einem Ding drin haben, deswegen musst du da einen gewissen Fettanteil drin haben. Das ist völlig richtig, da gibt es nichts dran auszusetzen. Hier ist der Fettanteil naturgemäß aber auch nicht ganz schlecht, weil das ist ja Macaroni mit dreierlei Käse und nicht Spaghetti Bolognese. Ich hätte auch Spaghetti Bolognese gekauft, aber die Dinger hatte ich gerade noch rumliegen und wollte nicht extra noch mal eine zusätzliche Tüte kaufen. Was soll das? Preis 1 Euro, wenn im Sonderangebot, aber für Trekkingfutter, das kauft man sich ja dann in größeren Mengen und kann es mal kaufen, wenn die Dinger gerade im Angebot sind. Das gibt es immer mal wieder, dass die mal nur 1 Euro kosten. Normalerweise, ich glaube, knappe 2, irgendwie sowas. Und da haben wir ja schon gesagt, 10 Euro. Das heißt, du kannst dir 10 von diesen Tüten mitnehmen. Also kannst du machen, musst du halt tragen. Wiegt dann 1700 Gramm, also 1,7 Kilo. Ne? Oder eben 10 Tüten hiervon, dann bist du 100 Euro los und hier bist du 10 Euro los. In jedem Fall der Elefant im Raum, dass man die halt noch kurz kochen muss. Man kann, ja, es werden mir jetzt einige in die Kommentare schreiben, sowas auch in so einen Beutel füllen, ne? Also das hier rein und dann einfach mit heißem Wasser übergießen, zumachen, quellen lassen und irgendwann ist das auch gut weich und sogar noch ein bisschen warm vielleicht. Und also auf dem Wege kann man sich dann den Brennstoff sparen, wer das machen möchte. Allerdings meine Erfahrung, der Fairness halber muss man das auch wirklich dazu sagen, ist der kulinarische Genuss, das Zeug einfach ziehen lassen, doch ein erheblich anderer. Entweder hat man eine sehr, sehr dünne Brühe oder hat sehr knusprige Nudeln. Ich habe selten hinbekommen, dass das auf dem Punkt war. Also die Nudeln al dente und eine sämige Soße. Entweder waren die Nudeln al dente und die Soße war wässrig oder die Soße war quasi Feststoff und die Nudeln knusprig. Ja? Das passiert bei sowas nicht, bei sowas auch nicht. Und daher, ich koche die eine Weile. Ja, ich koche die nicht ganz so lang, wie auf der Packung steht. Offizielle Kochzeit ist 8 Minuten. 5 Minuten reicht auch, dann Deckel drauf und den Rest der Zeit ziehen lassen. Oder eben nicht Deckel drauf, weil man möchte ja, dass ein bisschen Wasser verdampft. Damit, also zumindest mir ist das wichtig, eine Soße muss auf jeden Fall eine sämige Konsistenz haben. Auf keinen Fall super dünnflüssig, so wässrig. Das mag ich überhaupt nicht. Ne? Da ist bei mir jede Freude am Essen kaputt, wenn meine Soße zu dünn ist. Nein, war für mich wirklich ein absolutes Ausschlusskriterium. Hasse ich. Furcht, das ist definitiv ein Nachteil. Also der Zubereitungsaufwand ist ein anderer. Ja, der ist erheblich höher, meiner Meinung nach. Nochmal, irgendwer wird in die Kommentare schreiben, dass das auch mit dem Beutel tipptopp funktioniert. Ist halt nicht meine Erfahrung. Kriegt man, je nachdem wie die eigenen Ansprüche sind, aber vielleicht auch hin. Und wenn man das hinbekommt, dann ist natürlich der Preisunterschied hier nochmal erheblich mehr reinhauend. Ja? Und ansonsten hier jetzt nochmal die technischen Daten vom Tactical Food Pack, mal ohne Vergleich, 552 Kilokalorien für diese Portion bei 115 Gramm. Das ist schon ziemlich gut. Ja? Also wenn man sich andere Trekking-Mahlzeiten bzw. solche Beutel anguckt, die eben für ähnliche Preise verkauft werden, dann ist das, glaube ich, der höchste Wert, den ich für Spaghetti Bolognese bisher mal irgendwo gefunden habe. Oder irgendeine Nudel-Bolognese-Variante. Das müssen ja nicht Spaghetti sein, das ist ja völlig egal. Das ist ja nur die Form. Zutaten kann man hier mal erwähnen, sind Spaghetti 41%, gehackte Tomaten, Rinderhackfleisch 13%, also das Hackfleisch, nicht die Tomaten. Zwiebeln, Sellerie, Rapsöl, davon wahrscheinlich relativ viel, Gewürze, Knoblauch und Salz. Da keine andere Fettkomponente als Rapsöl erwähnt wird, wird Rapsöl hier die einzige Fettkomponente und damit wahrscheinlich in relativ großer Menge, viel Öl braucht man ja nicht, dass die Kalorien ansteigen, dann doch enthalten sein. Das war's. Also die Dinger sind, obwohl taktisch, was ganz untypisch ist für taktisches Futter, normalerweise ist das voll mit Konservierungsstoffen und so einem Zeug, nichts dergleichen drin. Ja,
also gar keine E-Nummern, gar kein Natriumglutamat, genau. Geschmacksverstärkende Zusatzstoffe, kein Hefeextrakt, kein nix in diese Richtung. Tatsächlich 100% natürliche Zutaten, wenn das dann wahr ist, was hier draufsteht. Und der Begriff Gewürze beinhaltet eigentlich auch wirklich etwas, was man allgemein als Gewürz bezeichnen würde. Salz nicht, aber Pfeffer, Paprikapulver, sowas in die Richtung. Ne? Das fällt unter Gewürze meines Wissens. Knoblauch, ne? Ist ja auch noch ein Gewürz. Das war's. Also das ist schon sicher ein Punkt, den viele Leute wichtig finden werden. Das ist sicher was die richtig gemacht haben. Ja? Energie, habe ich ja schon gesagt. Fett 23,5 Gramm. Davon gesättigte Fettsäuren 6,4 Gramm. Wo sollen die ungesättigten, also noch mehr ungesättigte, wo sollen die auch herkommen? Das ist normal. Ich muss den Akku wechseln. Ja, bei Kohlenhydraten sind wir dann bei 60,9 Gramm, das ist schon durchaus normal. Davon 8,3 Gramm Zucker, also relativ wenig, das ist gut, das hält länger satt. Ballaststoffe immerhin 4,5 Gramm, dürfte ein bisschen mehr sein, aber es sind immerhin welche drin. Da hat man auch dazu gelernt, also ganz frühe dieser Trekking-Essen hatten noch so gut wie gar keine Ballaststoffe, weil die machen ja erstmal nicht satt und wiegen zusätzlich was. Sind natürlich für die Verdauung essentiell und der Körper braucht die Teile, keine Frage. Aber ja, von daher immerhin 4,5 Gramm, muss man sagen. Da hat es eine gewisse Entwicklung gegeben in diesen Tüten. Und 19,5 Gramm Eiweiß, was wie gesagt ziemlich gut ist. 3,25 Gramm Salz. Leute, die gerne besonders salzig oder ein bisschen mehr Salz essen oder ein bisschen mehr würzig, die müssten sich dann extra Gewürz mitnehmen. Gut, ja, also das zu den theoretischen Werten. Ich möchte noch hervorheben, bei allem Gemecker, das ist von einer estnischen Firma in Estland hergestellt. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, das wird also nicht in sonst wo zusammengemixt und aus sonst wo importiert, sondern die Transportwege bis zu uns sind vergleichsweise kurz. Und in Estland gelten auch vernünftige, halbwegs meistens wahrscheinlich vernünftige Arbeitsbedingungen. Das heißt, man kann das Produkt wahrscheinlich vom Gewissen her besser kaufen, wenn man sich nicht über Tactical lustig machen möchte, als Maggi von Nestle, weil Nestle ist scheiße und wird in sonst wo produziert und unter menschenunwürdigen Bedingungen und mit abgepumptem Trinkwasser, das für alle möglichen anderen Dinge, zum Beispiel zum Trinken, auch nützlich gewesen wäre. Ne? Also Nestle wirklich viel böser als Tactical Food Pack und das muss man an der Stelle wirklich auch mal erwähnen. Dass die in Estland produzieren und das Ganze in Estland auch wirklich die Firma in Estland sitzt und so weiter, das bedarf eines besonderen Lobes. Das ist im Sinne der Nachhaltigkeit und vom guten Gefühl her, und das ist bei Nahrungsmitteln ja auch irgendwo wichtig, dass man mit dem, was man isst, vielleicht so ein bisschen ein gutes Gefühl verbindet und kein ich esse hier Plastik, das ist ja furchtbar. Und man isst es halt trotzdem, weil man hat halt Hunger und von daher kann man hier schon rein vom Papier, ich habe es ja noch nicht probiert, aber rein vom Papier her vermuten, dass das schon eine valide Angelegenheit ist. Und die meisten Leute, die eben Tactical Food Pack eine gute Note aussprechen oder das gut finden, was fast jeder ist, ich habe noch kein kritisches Video zu Tactical Food Pack hier auf YouTube gefunden, ja, das kann man so erstmal nachvollziehen. So. Und jetzt mache ich mir ganz viel heißes Wasser und dann gibt es mal optisch für euch den Unterschied der einzelnen Produkte und für mich dann nochmal geschmacklich. Und dann gehe ich nach Hause und meine Frau kriegt den Rest. So, ich habe heißes Wasser. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, dass ich jetzt mich auf diese Tüte hier beschränke und natürlich das da. Weil das hier jetzt noch groß kochen, das muss ich euch nicht zeigen. Das habt ihr bestimmt selber. Vielleicht selber schon mal sowas in die Richtung gegessen. Wenn nicht, probiert es doch mal aus, wenn euch das einigermaßen schmeckt. Das ist wirklich die billigste Version, Art und Weise auf Tour ein bisschen was zu essen dabei zu haben. Mit Abstand. Ne? Aber praktisch, einfach, günstig. Vielleicht nicht unbedingt das Zeug von Maggi kaufen. Nochmal, ne? Ich habe es getan, weil ich esse die vergleichsweise oft, weil ich halt relativ häufig eben draußen sowas auch brauche. Und daher habe ich halt manchmal auch die von Maggi, schlicht und ergreifend einfach, weil ich brauche ein bisschen geschmackliche Vielfalt. Und da reizt es mir nicht, wenn ich nur die von den anderen Herstellern kaufe. Gerade auch die vom Discounter sind ja doch meistens in relativ, sagen wir mal, eingeschränkten Geschmacksrichtungen zu haben. So, daher ist das halt so, wie es ist. So, jetzt würden wir hier einfach mal ein bisschen heißes Wasser reinfüllen. Mein Erfahrungswert mit den 5 Minuten, also den billig 5 Minuten Terrin, ist, dass da wirklich kleine Mengen Wasser reichen. Nochmal, das ist ja ein Standbeutel, das ist sehr praktisch. Das heißt, man kann sich das jetzt hier
einfach irgendwo hinstellen, theoretisch auch auf dem Boden, beziehungsweise auf ein Tactical Food Pack. Und dann kippt man sich da heißes Wasser rein und dann hoffe ich, das könnte schon reichen. Ja, viel brauchst du da wirklich nicht. Ich sag mal, das reicht. Und dann macht man das wieder zu. Ist ja nur eins, ne? Ist ja nicht ein Doppelbeutel, sondern nur einfach. Und das kann man jetzt 5 Minuten stehen lassen. Und dann hofft man, dass halt eben das Wasser, die Nudeln, das Zeug das Wasser aufsaugt und dass man dann da eine sämige Konsistenz, wie gesagt, das ist sehr wichtig, bekommt. So, zum Tactical Food Pack. Zubereitung. Simpler könnte es nicht sein. Man reißt das auf. Bei der Gelegenheit müssen wir da mal noch reinschauen, bevor wir das gleich auffüllen. Ich habe da selber noch nicht reingeguckt. Das hat dann hier so einen Ziplock-Verschluss. Da kann man es auch wieder verschließen. Und ja, das habe ich befürchtet. Igitigit. Ah, nee, doch nicht. Ja, da ist dann noch so ein Ding hier drin, das soll man nicht mitessen. Das ist ein Oxygen Absorber. Sorgt dafür, dass das einfach eben im Inneren auch nicht feucht wird und schön trocken bleibt. Und dann ist es lange haltbar. Das Problem ist, die sind relativ schwer und die schleppt man dann halt auch bis zum Ort, an dem man dann seine Nahrungsmittel entsorgen kann, mit. Wiegt bestimmt 6-7 Gramm. Ja, also hier hat man schon vergleichsweise eine schwere Verpackung bei den Dingern. Das ist auch nochmal gut und wichtig zu wissen, dass das so ist. So, und jetzt hat man hier diese Soßenkrümel. Ich versuche das mal so gut es geht vorzuzeigen. Die kann man zerbröseln. Das ist also keine stückige Soße, sondern die sind schon recht feinteilig, die Dinger. Da ist mitunter auch das Fleisch drin in diesen Soßenkrümeln. Und ja, ansonsten sieht das Ganze so aus. Sieht jetzt nicht schlecht aus. Teilweise hat es auch noch, für wen das wichtig ist, für mich zum Beispiel, weil ich mag das eigentlich weniger, so größere Tomatenstückchen drin. Ja, wird schwer zu sehen sein, aber hui, mag ich, wie gesagt, jetzt nicht so. Meine Frau kriegt den Rest, zum Probieren reicht's. Ich habe die Sorte auch genommen, damit ich eben den Direktvergleich habe von den günstig Bolognese-Nudeln und von dem hier, auch wenn das eigentlich nicht meine Lieblingssorte ist. Naja, gut, so viel zum Tüteninhalt und bla bla. Wir füllen Wasser rein. Was ich jetzt gehofft habe, ist, dass auf der Tüte irgendwo drauf steht, wie weit man das Wasser einfüllen kann. Hier steht nämlich, man soll 300 Milliliter nehmen, aber es gibt im Inneren der Tüte keine Markierung, die einem sagt, wie viel 300 Milliliter denn wäre. Mein Topf hat wohl auch eine Markierung. Ja, da sind noch ungefähr 300 Milliliter Wasser drin. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal voll. So. So in etwa, ne? Und das machen wir jetzt einfach zu. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte vom Pferd und währenddessen warten wir, dass das hier fertig ist. Nee, das ist ja Quatsch. Dann machen wir natürlich einen Schnitt und dann ist es auch sofort fertig. Ja, bin wirklich mal gespannt. Also alle Welt sagt, die schmecken gut, die Dinger. Oh, und da fällt mir ein, ich war tatsächlich zu blöd, die simple Gebrauchsanweisung einzuhalten. Man soll ja noch umrühren, nachdem man eingefüllt hat. Ja, also das heißt, ich rühre jetzt noch mal jeweils um. Und man soll dann auch zwischendurch wohl noch mal rühren bei Bedarf. Und dann warten, bis das Gericht die gewünschte Konsistenz eingenommen hat. So irgendwie, ne? Also rühren, rühren, rühren. Wichtig ist bei solchen Tütenessen auch immer in der Ecke rühren. Lob gibt es für die Form der Tüte. Die meisten dieser Tüten sind eben eher lang, die hier ist eher breit. Das heißt, man kommt mit dem Löffel auch wirklich schön nach unten. Das ist auch sehr, sehr gut. Da muss man noch ein zusätzliches Lob aussprechen, definitiv. Und man kann da unten auch wirklich schön breit drin rühren. Also die ist unten ordentlich flach. Das ist also von der Haptik her bisher die angenehmste Tüte, die ich bei solchen Futtern bisher so gesehen habe. Und ich habe so ziemlich jede Marke irgendwann mal probiert. Ne? Also wirklich großes Lob für das Design der Tüte. Das waren bestimmt die Elite-Militärfuzzis, die sich das ausgedacht haben. Mit Sicherheit, weil die kennen sich ja aus mit Tütendesign.
So, hier muss man natürlich auch nochmal rühren. Und ihr seht also mit diesen klassischen Tüten, viele Trekkinggerichte sind in solchen Tüten. Die ist natürlich viel, viel tiefer. Das heißt, ich muss hier den halben Unterarm rein, wirklich die halbe Hand reinstecken, wenn ich da überhaupt drin mit einem handelsüblichen Löffel nach unten kommen möchte, um da irgendwas umzurühren. Ne? Das ist natürlich etwas mühsamer. Ja, also ne, das ist natürlich schon ein bisschen blöd. So. Gut, aber jetzt warten wir. So, hab keine Lust mehr zu warten. Hier steht nämlich drauf an der Seite, the easiest way to prepare your TF, Tactical Food Pack. Meal is to add hot water. But if that's not possible, then you can heat up your TF meal over a small fire or using a flameless tactical heater pack. Bag. Ja, muss natürlich ein taktisches Heater Bag sein, nicht irgendein Heater Bag, selbstverständlich. Nee, aber man soll hier add water little by little, stirring in between until you're satisfied with the result. Heißt erstmal wenig Wasser reingeben und dann immer wieder ein bisschen Wasser. Motorrad. Und dann immer mal wieder ein bisschen Wasser nachgeben, damit man nicht auf einmal zu viel Wasser reinkippt. Das ist ja ein ganz guter Tipp. Und dann soll man eben zwischendurch auch immer mal wieder gucken, dass die Ziehzeit nicht zu lange wird. Steht da auch irgendwo, finde es gerade nicht, wo steht, aber irgendwo stand es. Weil sonst wird das Ganze irgendwann matschig und mag keine al dente Nudeln mehr. Deswegen würde ich jetzt einfach mal probieren. Ich glaube, die Zeit ist noch nicht ganz um. Das sieht jetzt so aus. Ja. Würde sagen, ja. Ja, kann man angucken und wir testen mal. Also von Tomate sieht man tatsächlich relativ wenig. Da, könnt ihr sehen. So schaut das aus. Naja. Ja, also ich bin ja bekanntlich Geschmacksbanause. Ne? Ich bin ja der Typ, der den Dosen-Cheeseburger lecker fand. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Aber das hier, vielleicht habe ich auch zu viel Wasser genommen oder ich muss nochmal kräftig umrühren. Also das tut mir jetzt leid. Ne? Also wie gesagt, auf dem Papier klingt das alles prima. Ich habe mich da auch ehrlich gesagt drauf gefreut, weil eigentlich mag ich solche Tütenfutter ja sogar. Eben weil ich Geschmacksbanause bin, ne, finde ich richtig lecker, oft. Vielleicht habe ich auch in meinem Leben zu viele davon gegessen, das könnte auch sein. Also es gibt so bestimmte Dinge, die fand ich am Anfang viel zu lecker. Auch den Dosenburger beispielsweise, inzwischen mag ich den nicht mehr. Jetzt nehmen wir nochmal einen großen Löffel, schön umgerührt. Ja, ist nicht unangenehm, aber hat so eine liebliche Neutralität. Man könnte meinen, nein, ich mache jetzt keinen Schweizwitz. Wirklich geschmacklich sehr unspektakulär. Zu wenig Geschmack. Schlicht und ergreifend für meinen Geschmack viel zu wenig Geschmack. Dass man keine Geschmacksverstärker und so ein Zeug reinschmeißt in sein Essen. Ja? In der Sterneküche weiß ich das zu würdigen. Da hat man andere Möglichkeiten, um Geschmack ins Futter zu kriegen. Bei solchen Tütenessen ist es im Übrigen ein Gerücht, dass Geschmacksverstärker furchtbar ungesund wären und so weiter und so fort. Natrium, Glyphosat ist was anderes. Glutamat ist gar nicht so schlimm wie sein Ruf. Ne? Das war ein weit verbreiteter Irrtum. Also ganz ehrlich. Wir nehmen das mit nach Hause. Mit vollem Munde isst man nicht. Und schmeißt wieder noch einen Haufen Gewürze dran, weil das ist total nichtssagend. Ja, ist nicht unangenehm und klar, es ist warm und wenn ich jetzt großen Hunger hätte, würde ich mich auch darüber freuen. Die Zubereitung ist wirklich einfach, ist auch eine schön große Portion, also würde ich das jetzt auf einmal aufmampfen, wäre ich auch definitiv satt. Also Menge ist in Ordnung.
Aber vielleicht ist es auch nur diese Geschmacksrichtung. Ne? Ich kann zu den anderen Geschmacksrichtungen natürlich nichts sagen. Langweilig. Wirklich schlicht, schlicht langweilig. Erster Gedanke wäre, man müsste da jetzt noch eine Ladung Ketchup reinschmeißen, damit es irgendwie nach irgendwas, was an Tomate erinnert, schmeckt. Ne? Ja, ich habe ja schon angeteasert, dass ich das meiner Frau mitbringe und ihr auch mal zwei, drei Gabeln davon gebe. Und ihr Urteil lautet, Pappe mit Nahrungsfasern und einem Hauch von Aroma. Und sie hat im Gegensatz zu mir Geschmacksnerven. Aber das muss auch trotzdem immer noch nichts heißen. Geschmack ist Geschmack, da lässt sich bekanntlich super drüber streiten. Ne? Also, wenn es euch schmeckt und ihr habt es mal probiert, ist doch super. Ja? Wirklich klasse. Dann gönne ich euch das von Herzen. So, probieren wir mal alternativ hier diesen Beutel. Der sollte inzwischen auch gut durch sein. Das hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich habe gedacht, die sind lecker. Wirklich. Also zumindest diese Sorte ist lecker. So, das sieht erstens mal deutlich röter aus. Ah, habe ich jetzt gekleckert? Nein, ist wieder in die Tüte gefallen. Ja, also von der Optik her deutlich röter. Ich kann das Fleisch erkennen optisch, es ist weniger Fleisch drin, aber man sieht es wenigstens. In dem Mischmasch muss man sich Gedanken machen, wo ist denn da eigentlich das Fleisch? Ja, und das schmeckt viel, viel tomatiger, viel intensiver im Geschmack. Da sind natürlich dann Zusatzstoffe drin, klar, keine Frage, ne? Jede Menge, mit Sicherheit, jede Menge. Aber ja, dafür schmeckt das nach was. Also ich bin, wie gesagt, Geschmacksbanause, 1,30 Euro, 10 Euro, könnt ihr euch jetzt eine eigene Meinung dazu bilden. Also wenn das jetzt richtig lecker gewesen wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, vielleicht ist es auch wirklich nur diese eine Sorte und es ist auch nur mein Geschmack. Aber ich werde mir das nicht nochmal kaufen. Ja? Aber viele Leute im Internet sagen, es schmeckt. Wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur die Sorte. Ich will das Tactical Food Pack Zeug echt nicht verteufeln. Aber man kriegt halt wirklich, wirklich gangbare Alternativen für ein Zehntel vom Preis. So. Ja, und das ist auch dieses Jahr noch so und das war früher auch schon so. Und wenn man sich dann seine Trekkingnahrung komplett selber zusammenstellt, und das machen wir nächstes Mal, ja, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ne? So, ich bedanke mich, würde euch was abgeben, aber geht schlecht. Ne? Daher macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. So, und jetzt dachte ich mir, ich mache zum Schluss noch einen kleinen Preisvergleich, was man denn derzeit so für gefriergetrocknete Outdoor-Nahrung so bezahlt. Stand, Moment, Blick auf die Uhr, 24. August 2023. Das wird sich selbstverständlich noch ändern, je nachdem, wie lange das her ist, dass ich das eben aufgenommen habe. Ne? Also, grob, das ist ganz interessant, kriegt man für Track and Eat. Track and Eat ist schon sehr, sehr lange am Markt, hat einige sehr routiniert schmeckende, teilweise wirklich auch richtig leckere Gerichte im Angebot. Muss natürlich auch wieder Geschmacksfrage sein. Ne? Also der eine mag das, der andere mag jenes. Möchte kurz erwähnen, ich mag besonders gerne den Nudeltopf-Försterin, also irgendwas, oder Nudelfanne-Försterin. Spinat mit Pasta, Sahne-Pasta mit Spinat und irgendwie Speck, irgendwie sowas. Auch lecker sind die Mac and Cheese, also Macaroni mit Käse. Und ja, das sind so meine drei Favoriten. Das nur mal am Rande angemerkt. Also davon habe ich von wirklich schon ziemlich viel gegessen. Hin und wieder kommt mal ein neues Gericht dazu. Hin und wieder verschwindet mal ein altes. Aber ja, kann man eigentlich bedenkenlos, geschmacklich, meiner Meinung nach, bedenkenlos zugreifen. So, und jetzt nochmal. Also interessant ist, dass die bei Amazon inzwischen 12 bis 14 Euro die Tüte kosten. Das habe ich erstmal so hingenommen, dass das halt so ist, Inflation und so weiter und so fort. Aber witzigerweise ausgerechnet Globetrotter Ausrüstung, die nicht dafür bekannt sind, besonders günstige Preise zu haben. Ne? Also ich will jetzt nichts Böses über Globetrotter Ausrüstung sagen, auch nicht viel Gutes,
Aber besonders günstig waren die eigentlich nie. Sind es allerdings neuerdings, lustigerweise eben im Vergleich zu Amazon, was Track and Eat angeht. Da kostet nämlich die Tüte, die mehr oder weniger vegetarisch ist, 7,50 € und ca. 10,50 €, wenn dann entsprechend viel Fleisch dabei ist. Und es gibt tatsächlich die einfachste und günstigste Methode, also was heißt die einfachste nicht, aber die günstigste Methode derzeit an gefriergetrocknete Trekkingnahrung ranzukommen, nämlich die Großpackungen von Track and Eat. Die heißen 1000 Plus und die haben immer 1000 plus ein bisschen Kilokalorien und kosten so circa 11,50 €. Zum Beispiel Nudeln mit Käse für zwei Personen dann quasi mit den 1000 Kalorien. Das soll heißen, also pro Person circa 500. Wie man das dann aufteilt, dass jeder abwechselnd einen Löffel kriegt und oder man versucht die Tüte zu halbieren oder wie auch immer, das ist natürlich ein anderes Thema. Aber das wären dann tatsächlich nur 5,75 € pro Portion, also pro Person, wenn man so möchte. Oder jemand hat so viel Hunger, dass er eine doppelte Portion essen möchte. Das ist tatsächlich völlig unschlagbar. Kein anderer Anbieter von Trockennahrung bietet so viel Futter für diesen Preis sozusagen. Ja? Also das ist so. Ich habe jedenfalls bei weitem nichts so Günstiges gefunden. Das Einzige, was noch günstiger ist, ist halt eben dann doch die 5-Minuten-Terrine abfüllen oder selber machen. Ne? So. Ja, Problem, es ist halt eine große Tüte und das muss man sich dann irgendwie umfüllen oder vielleicht in eine andere Tüte zwischenlagern und dann zweimal im selben Topf warm machen, wenn man das für sich alleine nutzen möchte. Lasst euch da irgendwas einfallen. Ich wollte es nur gesagt haben. So, das Tactical Food Pack, das gibt es in Preisschwankungen für circa 7 €, wenn man einen riesen Sack davon kauft, sozusagen. Der Nachteil, da kriegt man dann eine bunte Mischung verschiedenster Gerichte, wenn man alles mag, kein Problem. Da ist aber auch Frühstück dabei und Frühstück ist von den Zutaten, von den Inhaltsstoffen her einfach nicht so teuer, beziehungsweise nicht so hochwertig, will ich nicht sagen. Aber Haferflocken mit Beeren, getrockneten Beeren, ist was anderes vom Herstellungsaufwand als Rindfleisch zu gefriergetrocknet. Ja? Während man Haferflocken mit Beeren nämlich sich selber zusammenstellen kann, das wiegt mehr oder weniger dasselbe, wie wenn es gefriergetrocknet ist, also so gut wie, das macht kaum einen Unterschied, ist Hackfleisch quasi unmöglich für einen Otto-Normalverbraucher. Raucher in einen gefriergetrockneten Zustand, der es lange haltbar macht, zu überführen. Das kannst du daheim nicht selber machen. Das heißt, für Hackfleisch ist ein hoher Preis ein Stück weit gerechtfertigt. Für Bärenmüsli meiner Meinung nach nicht. Ja, ist natürlich nur meine Meinung. Ja, und da du halt dann hier eine bunte Mischung verschiedenster Tüten kriegst, sind da halt sozusagen eben auch Rohrkrepierertüten wie eben Beerenmüsli und so weiter und so fort dabei. Wenn es sämtliche Gerichte, also die guten Gerichte, sage ich jetzt mal, Dinge mit Fleisch für 7 € die Tüte gäbe, das wäre natürlich dann schön, aber ja, wie gesagt, es ist eine Mischrekalkulation. So, dann Travel Lunch. Travel Lunch gibt es auch schon ziemlich ewig. War vielleicht das zweitälteste auf dem Markt. Vielleicht ist es sogar älter als Track and Eat, schwer zu sagen. War immer ein bisschen günstiger als Track and Eat und meiner Meinung nach hat es auch immer ein bisschen weniger gut geschmeckt. Das war aber okay, weil sich es halt eben preislich dann wieder ausgeglichen hat. Also Preis-Leistung die gleiche wie bei Track and Eat. Track and Eat ein bisschen teurer, dafür ein bisschen besser, geschmacklich. Zumindest für mich war das immer so. Und Travel Lunch ein bisschen günstiger, dafür geschmacklich nicht ganz so gut. Ja. Allerdings muss man sagen, dass Travel Lunch inzwischen neue Verpackungen hat und die Tüten inzwischen ein bisschen anders aussehen und die Portionsgrößen alle auf 125 Gramm normiert sind. Und 125 Gramm ist okay, ist jetzt aber auch nicht besonders groß und das führt dazu, je nachdem, was für ein Gericht das ist, hat man halt auch mal nicht allzu viele Kalorien in der Tüte. Das muss man einfach wissen. Das ist auch nicht schlimm, aber mit bis zu 7, also 7,30 € als günstigste vegetarische Variante, also schon ein Abendessen, aber eben vegetarisch und knappe 10 €, wenn dann ordentlich Fleisch drin ist oder Meeresfrüchte, das gibt es bei denen, glaube ich, auch. Ja, ne, das ist so definitiv irgendwo so im Bereich von Tactical Food Pack einzuordnen. Tactical Food Pack ist also, wenn wir uns das jetzt mal so im Kontinuum angucken, Mittelfeld. Also die sind wirklich nicht besonders teuer. Das darf man auf keinen Fall behaupten, dass das überteuertes Futter wäre. Also jedenfalls nicht überteuerter als alles andere, was es auf dem Markt gibt. Ne? Und wenn der ganze Markt so viel kostet, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass Gefriertrocknung eben ein teurer Prozess ist. Also viel billiger lässt sich das schlicht und ergreifend
offenbar nicht verkaufen. Oder es gibt hier ein geheimes Kartell, das sich sämtliche Produzenten von gefriergetrockneter Trekkingnahrung abgesprochen haben. Aber das glaube ich weniger. So, Decathlon. Der Decathlon bietet Vorklatz Trekkingnahrung an. Habe ich wahrscheinlich falsch geschrieben hier, aber ist ja auch egal. Werdet ihr schon finden, wenn ihr danach sucht. Kostet 10 Euro. Alles kostet 10 Euro. Es sei denn, es ist kein Fleisch drin, dann kostet 7 bis 8 Euro. Die Portionen sind ziemlich klein und geschmacklich. Alles, was ich bisher probiert habe, das tut mir jetzt leid und ich meine das auch nicht böse, aber hat mich nichts davon je überzeugen können. Alle anderen Dinge, Marken, schmecken besser. Ja. Beziehungsweise ist so ungefähr auf dem Niveau von diesem einen Tactical Food Pack, was ich hier jetzt probiert habe. Also nicht schlecht, aber auch nicht so, dass du jetzt sagen würdest, lecker. Ja, und das war es auch. Es gab immer mal wieder andere Marken, die dann mal auf den Markt kamen und dann wieder gingen. Zum Beispiel gab es mal irgend so ein Farmers Outdoor und irgendwann mal so ein Premium Bio-Zeugs. Letzteres fand ich schlimm, weil das nach gar nichts geschmeckt hat, weil man offensichtlich auf Gewürze verzichtet hat. Also so gesehen ist mir dann, ja, also ein kleines bisschen Geschmacksverstärker. Wenn das Essen hinterher dann wirklich auch noch was schmeckt, nehme ich gerne in Kauf. Ich persönlich, aber das ist wie gesagt Geschmackssache und damit sind wir durch. Das wäre jetzt so der aktuelle Stand, nur damit ihr da also entsprechend gut informiert seid. Wenn ihr noch andere Angebote kennt, die da viel besser sind als das, was ich hier gefunden habe, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wird bestimmt irgendjemanden interessieren, der auf der Suche nach sowas ist. Und ja, ne, diverse Aktualisierungen findet dann der geneigte Zuschauer, der das hier Jahre später sieht, eventuell auch in den Kommentaren. Und wenn nicht, müsst ihr halt mal selber suchen. Ach so, und warum mache ich hier keine Links rein? Nur ganz einfach, weil ich keine Werbung für irgendwas davon machen möchte, keine Kooperation mit irgendjemandem habe und dementsprechend, und das übrigens auch nicht will. Ja, also das ist nicht, der arme Ben kriegt keine Kooperation, sondern der will keine. Und ja, deswegen kann man mir auch keine Werbung unterstellen, weil ja, es ist keine geschäftliche Beziehung mit irgendeinem Hersteller irgendeines dieser genannten Produkte vorhanden. So, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.